Lego ist ein großer Spaß für alle Altersklassen und mit Lego Education kann man nicht nur Spaß haben und der eigenen Kreativität freien Lauf lassen, man kann auch eine Menge lernen. Das neueste Highlight im Lego Education Portfolio nennt sich Lego Education Brick Cube Motion und was es damit auf sich hat und für wen es geeignet ist, erklärt euch lieber jemand, der sich damit viel besser auskennt als ich, und zwar meine Kollegin Lynn Brings. Viel Spaß dabei! Vielen Dank, Christoph. Lego Education Brick Cube Motion beinhaltet zwei Sets, einmal Essential für die Vorschule bis Klasse 2 und einmal Prime für die Klassen 5 bis 8. Sie unterstützen die MINT Plus Fächer, vor allem die Naturwissenschaften. Jede Lerneinheit beinhaltet 7 Aufgaben plus Erweiterungsideen. Die Lerneinheiten für die Vorschule bis Klasse 2 heißen Durch Training zum Sieg und für die Klassen 3 bis 4 mit Naturwissenschaften zum Erfolg. Bei Lego Education Brick Cube Motion Prime für die Klassen 5 bis 8 heißen die Lerneinheiten die Wissenschaft des Sports. Dadurch, dass beide Sets aufeinander bauen, müssen aber nicht zwangsläufig beide verwendet werden. Sie können auch alleine stehen, aber sie sind so konzipiert, dass man mit Essential anfängt und dann in der weiterführenden Klassen dann bei Prime weitermacht, gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Zum Beispiel, die Lego Education Brick Cube Motion Sets beinhalten beide Schulersets. Ein Schulerset ist eine kleine Version von einem Set, das für eine einzige Schüler oder Schülerin gedacht ist, für Erweiterungsarbeiten, Hausaufgaben zu Hause oder für die Anwendung in Hybridunterricht. Die sind etwas kleiner als die normalen Sets und wie gesagt, sind als Ergänzung gedacht, nicht stattdessen. Also alle Lego Education Brick Cube Motion Sets beinhalten geführte Aufgaben und ein offenes Projekt. Demzufolge ist es so, dass in den Bauanleitungen manche Modelle komplett dargestellt werden und andere nicht komplett dargestellt werden oder vielleicht gar nicht dargestellt werden, weil da sollten die Schüler und Schülerinnen ihren Fantasie dann freien Lauf lassen und selber überlegen, wie sie die Aufgaben lösen können und wie sie das bauen können, so, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Beide Sets beinhalten so eine kleine Kiste von Ersatzteilen. Das ist natürlich sehr praktisch, weil wenn etwas verloren geht oder abhanden kommt, dann kann man immer schauen, hat man vielleicht doch einen zweiten Teil davon. Das ist super. Und diese kleinen Kisten dann passen ganz unten einfach in den normalen Unterrichtskisten zum Beispiel. Also es gibt Bauanleitungen, wie schon erwähnt. Zum Beispiel für Essential gibt es A und B, je nachdem, ob das für die Vorschule bis zur zweiten Klasse oder die dritte und vierte Klasse ist. Alle sind lehrplanbezogen, was bedeutet, dass sie gar kein Problem haben werden, Anwendungen zu finden, weil sie wirklich darauf abgestimmt sind, bestimmte Theorien, bestimmte Ideen, bestimmte Lernbezüge zu nehmen, weil sie wirklich gut abgestimmt sind. Sie sind konzipiert für eine Unterrichtsdauer von 45 Minuten. Auch sehr praktisch. Allerdings, wenn man die Erweiterungsaufgaben für Mathe oder die sprachliche Ausdrucksfähigkeit auch in Anspruch nehmen möchte, kann es sein, dass man doch etwas länger als 45 Minuten braucht. Aber das ist dann klar geschildert in den Unterrichtsplänen. Da sieht man, dass es vielleicht doch zwei Unterrichtseinheiten benötigt, sprich mehr als 45 Minuten zum Beispiel. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass für die Lego Education Brick Cube Motion Sets keine weitere Technik benötigt ist. Das bedeutet, man muss nichts an einem PC anschließen. Die Sets stehen alleine und können so verwendet werden, ohne einen weiteren PC haben zu müssen. Zusätzlich zu den normalen Bausteinen enthalten beide Sets zum Beispiel Gewichtssteine, Zahnräder und Elemente zum Messen. Natürlich gibt es auch Unterschiede, also um das Wissen zu vertiefen, gibt es dann unterschiedliche Teile zum Beispiel. Beim Essential hat man Rollen, Räder und Achsen zum Beispiel
Wobei in Prime hat man zusätzlich Propellerblätter, Pneumatikteile und so weiter, weil natürlich andere Konzepte, andere Ideen dann vermittelt werden sollen. Ich habe die Schulersets und hybrides Lernen schon erwähnt. Jetzt komme ich noch ein bisschen weiter darauf zurück. Also wie gesagt, die Schulersets sind für die einzelnen Schüler oder Schülerinnen gedacht. Die sind etwas kleiner und enthalten weniger Bauteile, weil sie als Ergänzung dienen sollten. Sie sollten nicht den normalen Unterricht ersetzen, sondern ergänzen. Die Kisten sind aus Pappe und etwas kleiner, was super ist, weil das bedeutet, dass sie sehr gut in einen Rucksack passen. Falls man sie doch in der Schule mitbringen möchte, ist das überhaupt kein Problem. Die sind kleiner und passen gut rein. Also die normalen Lego-Kisten zum Beispiel sind jeweils für zwei Schüler oder Schülerinnen gedacht. Also das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen den Schulersets und den normalen Lego-Kisten. Die Übungen in den Schulersets sind erstmals online zu finden, so wie die anderen Lerneinheiten auch, und sie sind abgestimmt zu den normalen Themen, die im Unterricht selber behandelt werden. Das heißt, da kann man das, was man gelernt hat, nochmals ausprobieren in eine andere Art und Weise. Man kann das Wissen ergänzen, erweitern und so weiter. Es ist wirklich eine sehr schöne Sache, eine sehr schöne Möglichkeit, dieses Wissens nochmal durchzugehen und sicherzustellen, dass man es doch richtig verstanden hat. Und ein letzter Punkt, was ganz gut zu wissen ist, ist, dass die Modelle, die man aus dem Schulerset bauen, nicht so groß sind. Das ist sehr nützlich, wenn man zum Beispiel doch von zu Hause aus arbeitet und man will zeigen, was man gebaut hat, dann kann man sie leicht in die Kamera halten. Die sind klein genug, sodass das möglich ist. Oder während der Bauzeit zum Beispiel, da braucht man nicht so viel Platz, die zusammenzubauen, sodass man das alles mit der Kamera dann doch gut verfolgen kann. Jetzt kommen wir zu den ersten Schritten, wie man das Ganze vorbereitet, bevor man in den Unterricht geht. Was Sie hier vor mir sehen, sind unterschiedliche Teile, die schon in den Sortierschalen sich befinden. Wenn Sie Ihren Set zum ersten Mal bekommen, ist das nicht so. Also diese Arbeit müssen entweder Sie oder die Schüler und Schülerinnen zuerst machen, vor den ersten Einsatz im Unterricht. Die Aufkleber, wie Sie sehen, sind farbig gekennzeichnet, und dadurch kann man sehen, dass die Teile, die auch die passenden Farben haben, in diesen Teil der Sortierschale dann hineingekippt werden sollten. Die kommen in solchen Tüten und müssen dann zuerst zugeordnet werden. Das erleichtert die Arbeit in vielerlei Hinsicht. Zuerst weiß man während der Bauzeit, wo man greifen soll, um einen Teil zu finden, weil sie farblich abgestimmt sind, und auch in den Bauanleitungen sind sie auch dort zu sehen in der jeweiligen Farbe. Das ist sehr schön. Und wenn man die Modelle wieder auseinanderbaut, dann weiß man, wo die Teile dann hingehören, weil man macht das dann wieder anhand von den Farben. Und das ist dann sehr hilfreich in der Hinsicht für die Organisation. Oder um zu sehen, ob ein Teil fehlt zum Beispiel. Zusätzlich dazu ist es sehr gut zu wissen, in den normalen Kisten gibt es weitere Aufkleber, die man anbringen kann, soll, um die Kisten ein bisschen zu gekennzeichnen. Damit meine ich, man kann den Schulnamen oder die Gruppennummer oder eine Paarnummer mal anbringen, falls die gleiche Gruppe oder das gleiche Paar diese Kiste durch den gesamten Schuljahr verwenden will, dann weiß man, welche Kiste, welche Gruppe oder welches Paar zugeordnet werden kann. Das ist dann sehr hilfreich, weil dann weiß man am Ende des Schuljahres zum Beispiel, wenn Teile fehlen, also wo man dann halt suchen könnte und so weiter. Das ist für die Zuordnung sehr hilfreich, sage ich mal. Dann kommen wir zurück zu die Organisation in eine andere Hinsicht. Und das ist, wenn man die Lego Education Brick Your Motion Sets hat in den Klassenraum, muss man sie irgendwo verstauen.
Und demnächst wird es möglich sein, Wagen bei Betzel zu kaufen, entweder mit diesen LEGO Education BrickQ Motion Sets oder ohne. Die haben dann Räder, was sehr nützlich ist, falls man die Kisten doch auf Reise schicken von einem Klassenzimmer zu einem anderen Klassenzimmer. Und dann haben sie dann einen bestimmten Platz. Diese Kisten werden nicht nur für BrickQ Motion Sets geeignet, auch für andere LEGO-Produkte. Als Lehrkraft sind Sie bestimmt immer dankbar, wenn Sie dann unterschiedliche Ressourcen haben, wie Sie die LEGO Education Produkte in Ihrem Unterricht einbeziehen können. Es würde auch an Sie gedacht, also es sind unterschiedliche Ressourcen online zu finden. Zum Beispiel die ersten Schritte wegen der ganzen Classroom Management können Sie unterschiedlichen Tipps und Tricks finden auf der LEGO Education Webseite und Sie können auch die Unterrichtspläne anschauen und unterschiedliche Videos und wie Sie die ganzen Experimente durchführen und so weiter auch dort finden. Falls Sie aber sagen, das ist mir etwas zu unpersönlich, das hätte ich gerne ein bisschen anders gelernt, das ist überhaupt kein Problem. Wir hier am DigiBits können Sie da unterstützen, weil wir nämlich LEGO Education Kurse anbieten. Nicht nur für BrickQ Motion, sondern auch für unterschiedliche LEGO Education Produkte, wie zum Beispiel Vergnügungspark Mint Plus, BrickQ Motion, wie erwähnt, WeDo 2.0, LEGO Education Spike Prime und Mindstorms bieten wir zusätzliche Training-Kurse an für Lehrkräfte. Also schauen Sie gerne auf unsere Webseite und vielleicht buchen Sie demnächst einen Kurs mit uns. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, dass Sie jetzt mehr über LEGO Education BrickQ Motion erfahren haben und vielleicht sehen wir uns bald in einem DigiBits-Kurs. Vielen Dank und zurück zu dir, Christoph. Herzlichen Dank, Lynn, für diese schöne, kompakte Vorstellung von LEGO Education BrickQ Motion. Weitere Details findet ihr natürlich bei uns auf der Website. Die Artikel sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bei Fragen zu den Produkten oder Kursen wendet euch gerne an die Kollegen des Betzold DigiBits. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne auf den Daumen nach oben Button und abonniert den Kanal. Ich bedanke mich bei Lynn und bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Christoph und tschüss.